Alle Spiele der BEKO BBL. Live und in HD. Nur hier. Telekom Basketball. Oliver Baskets, Würzburg gegen die Crailsheim Merlins. Ja, der Weihnachtsmann, er droht die friedliche Zeit an. Aber vorher gibt es noch Bundesliga-Basketball. Den 14. Spieltag. Die Crailsheimer Fans haben die 100-Kilometer-Fahrt auf sich genommen zum Franken-Derby. Die Gastgeber in Rot aus Würzburg legen gleich fulminant los. Brandon Lane nach Anspiel von Seth Tuttle. Sie wollen direkt zeigen, wer denn hier Herr im Hause ist. Und wie sie das zeigen. Du Joyce auf Lamont Ulmer. Ein blitzsauberer Alley-Oop-Pass, da passt alles. Die Merlins halten allerdings dagegen. In Person von Jordan Callahan. Und weil er die Dreier so gut kann, probiert das auch mal von der anderen Seite. Und das klappt auch. Nach den ersten 10 Minuten führt Würzburg denkbar knapp. 22 zu 19. Dax Bradley noch etwas schmallippig. Dann allerdings drehten die Würzburger auf. Erkämpften sich die Bälle. Ja, und auch Yoshiko Saibu kann die Alley-Oop-Pässe auf Devin Searcy. Zwei weitere Würzburger Punkte. Drew Joyce steckt durch auf Cameron Long. Und der mit reichlich Hangtime und Beifall seines Mannschaftskollegen Maurice Stuckey, der immer noch verletzt. Allerdings bleibt Crailsheim im Spiel. Auch dank Sharon Eli und Andre Calvin. Jenseits des Bogens die Crailsheimer deutlich besser. Geschenke gab es ihnen nicht zu verteilen eigentlich in Würzburg. Sie wollten die Punkte behalten. Zur Pause Würzburg mit 8 weg. Aber dann kommt die gute Phase der Crailsheim Merlins. Da auch dank Konrad Wisocki. Andre Calvin hält ebenfalls dagegen. Ein 9:0 Lauf der Merlins. Sharon Eli erneut für 3. Dann die Auszeit. Irgendjemand musste jetzt bei Würzburg das Heft in die Hand nehmen. Sie liegen nur einen vorne. Ja, und wer soll's machen? Natürlich, das ist Chefsache. Drew Joyce für 3. Endlich treffen sie auch jenseits der Dreierlinie auch Cameron Long. Und weil sich der Chef einmal eingeschossen hatte, legt er gleich nach. Der nächste Dreier, insgesamt 13 Punkte bei Drew Joyce, 6 Assists in diesem Spiel. Das Schlussviertel beginnt 74 zu 59, die Führung für Würzburg schon längst auf der Siegerstraße. Da kommt Ruben Spoden aus dem Quark. Erst der Dreier, dann aus der Ecke für 2 Punkte. Wurden am Ende 15 Punkte, insgesamt 2 Assists und 3 Rebounds. Er wurde zum MVP der Partie gewählt. Crailsheim fand kaum noch statt. Allein Konrad Wisocki. Er scorte 12 Mal und holte 6 Rebounds. Aber das reichte nicht. Auch weil Yoshiko Saibu gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber groß rauskam. Er erzielte ebenfalls 6 Punkte, sehr zur Freude seiner Mitspieler. Ja, ich glaube, wir können ganz zufrieden sein. Die Leistung gerade in der zweiten Halbzeit hat ganz gut gepasst. Ich glaube, jetzt abgesehen von mir haben die anderen Spieler, die sonst auch nicht so viele Minuten springen, auch eine ordentliche Leistung gebracht. Das ist wichtig für uns, auch für das Selbstvertrauen. Es kommen jetzt noch 2 schwere Spiele dieses Jahr. Und da war der Sieg auf jeden Fall wichtig. Im dritten Viertel war es eigentlich noch recht ausgeglichen. Dann kassieren wir ein 4-Punkte-Spiel. Ein Foul am Offensiv-Rebound. Der Ball ist reingegangen, Foul gepfiffen, 2 Freiwürfe da. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Neckbreaker. Aber ab dem Moment ging alles ein bisschen den Bach runter. Tja,
Tja, da ist also noch Leben drin. Nach zwei Niederlagen in Folge wieder ein deutlicher Sieg. 97-77 gewinnen die S-Oliver Baskets Würzburg über die Crailsheim Merlins. Würzburg jetzt nacheinander gegen die Bayern und Alba Berlin. Crailsheim spielt gegen Hagen.